Hallo, ich grüße euch alle. Ich heiße Darek und ich will euch herzlich einladen zu mir, zum Tennis. Ich erzähle immer wieder, seit 30 Jahren, weil seit 30 Jahren unterrichte ich Tennis, erzähle ich, dass Tennis keine Grenze hat. Und was heißt das? Das heißt, dass man Tennis spielen kann mit 4. Mit 4 kann man anfangen. Mit 5, mit 10 oder mit 40. Man wacht auf und denkt, ich habe keine Hobby. Ich brauche irgendwas, wo ich schön Zeit verbringen kann. Wo ich meine Akku aufladen kann. Oder mit 70 habe ich Schüler, die 71 sind. Andreas und Karin. Geh bitte auf meine Website. www.tennis-darek.net. Dort könnt ihr alle Details finden, ein Probetraining vereinbaren. Wenn ihr das macht, treffen wir uns hier, genau auf diesen Plätzen vom Rosenhof in Görlitz. Und wir fangen an, ein großes Abenteuer mit Tennis, mit mir. Wir sehen uns. Ciao. Und jetzt lade ich euch ein, guckt hier bitte die kurzen Videos. Man kann sehen, wie die 5, 6, 7-jährige Kinder spielen, wie die Jugendlichen spielen oder Erwachsene, 40-jährige oder 70-jährige. Wenn ihr das seht, dann bekommt ihr bestimmt Lust auf Tennis. Und dann treffen wir uns hier im Rosenhof in Görlitz, diesen schönen Tennisplätzen. Wir sehen uns. Ciao. Treningu Noemi Nowak i Michał Śmigla. Jak Noemi powalczy za drzewka. O! To jest taka bardzo fajna gra na rozgrzewkę. Czyli ostatnio było 50, teraz podbijemy to 50. Sprawy, sprawy, sprawy 4. Leo, ja. Stań blisko nimi. O, ładnie. I zawsze największym problemem, albo ja,
8 minuty, na setny. Einfach. Sieht einfach aus, aber es ist nicht einfach. Da muss man schon eine gute Koordination haben. Ballwurf, diese Schleife mit Schläger machen und dann natürlich den Ball schlagen und natürlich ins Feld treffen. Das wäre das Beste. Irgendwann glänzt du.
Ja, das ist immer sehr wichtig. Eine gute Beinarbeit, also gute Aufwärmung vor dem richtigen Training. Langwaschen. Jetzt hat 7, also hat sich hat sein Buch und jetzt such mal deine Seite. Wo ist diese Richtung Übung? Genau. Okay. Wer am schnellsten? Komm, wer am schnellsten? Wer? Ich glaube ich. Wer macht das? Rock'n'Roll las pelotas. Zbieramy piłki. Oczywiście zawsze robimy zawody. Kto najszybciej? Wer am schnellsten? Wer? Wer ist Erste? Wer ist der Sieger? Meine ist gleich voll. Meine Rohre ist auch gleich voll. Voll, nur ein Ball. Okay, meine ist voll. Meine auch. Dann schnell. Wer ist zuerst an den Ballwagen? Ach, du hast gewonnen. Ja.